Hier sind die Zutaten, die ich jetzt heute in die schnellen Zwiebelrahmschnitzelchen hineingebe. Und zwar brauche ich Fleisch. Man kann dies auch mit Putenfleisch oder mit anderen Schnitzeln machen. Auch sogar mit Hühnerbrüstchen, wenn man sie so feiner schneidet. Ich habe hier 1500 Gramm, und zwar habe ich so einen Schweinelachs gekauft und habe mir diese Scheiben geschnitten. Wenn man jetzt weniger macht und in einem kleineren Bräter für weniger Personen, dann kann man auch solche Minutensteaks kaufen oder dann an der Theke sich ein paar Schnitzelchen schneiden lassen. Die habe ich mir jetzt schön geschnitten, das war ja so am Stück, wo ich es von der Metzgerei gekauft habe. Dann brauche ich Champignon. Ich nehme gerne die braunen Champignon. Und zwar spare ich da nicht. Ich habe hier zwei Schalen. Ich meine, es wären insgesamt 500 Gramm. Ich glaube 200, fast 500. Also 400 sicher. Ich habe jetzt nicht einmal geguckt, was drauf stand auf den Schalen. Dann nehme ich Käse. Hier habe ich jetzt gemischten Käse. Es gibt mal so Scheibenkäse, wo verschiedene Tilsiter, Gouda, Emmentaler, alles dabei ist. Das habe ich mir jetzt nur halbiert. Und drei große, dicke Zwiebeln habe ich in ein bisschen Öl angebraten, weil es mir einfach dann besser schmeckt. Man könnte sogar die Schnitzel auch leicht anbraten, aber es soll ja die schnelle Variante sein. Und statt diesen Zwiebeln mache ich auch oft, dass ich nur ein Päckchen Zwiebelsuppe nehme. Das funktioniert auch einwandfrei. Dann brauche ich selbstgemachte Gewürzpaste oder optional das Suppenbrühpulver kann man nehmen. Da spare ich jetzt nicht. Ich habe hier zwei Esslöffel, etwas Salz, Pfeffer, ein wenig Chili, dann zwei Esslöffel gehackte Petersilie. Hier habe ich eine Sahne, eine Schlagsahne, 200 Milliliter, und bis auf 500 Milliliter habe ich mit Milch aufgefüllt. Und ich hatte hier noch eine große Karotte übrig, die habe ich mir einfach gestiftelt, so in kleine Julienne. Und zwar, ich habe es jetzt heute mit diesem von Hand einfach geraspelt. Das muss nicht sein, die Karotten. Das kann man auch weglassen, aber eine Karotte schadet nie. Da kann jeder variieren bei den Zutaten und wie er es zubereitet. Ich zeige euch jetzt halt meine Variante. Hier habe ich einen Bräter mir vorbereitet und nun werde ich jedes Stückchen Fleisch mit dem Käse schön schichten. Und danach werde ich alles gut vermengen und obendrauf, und dann kommt es in den Backofen bei 200 Grad. Bei mir, es kommt ja immer auf die Menge drauf an, sicherlich 1,5 bis 2 Stunden. Und normalerweise bindet ja auch der Käse. Es kann sein, dass ich auch noch etwas Wasser dazugeben muss. Ansonsten kann man eine Buttermehlkugel zum Binden zum Schluss nehmen oder wenn man hat gemahlenen Reis, am besten wenn man eine Mühle hat, dann kann man sich Milchreis mahlen und kann dann ein, zwei Löffelchen mit zum Schluss hineingeben in die Soße, falls man eine Bindung will. Beilagen zu diesem Gericht kann man Kartoffelspalten machen und so im Backofen einfach gut würzen mit Salz, Pfeffer und Kräuter, oder man macht Spätzle dazu. Ich kenne jetzt dieses Rezept von einer Tante von Hessen und die macht immer Kartoffeln dazu, weil dort ja in dem sandigen Boden schöne Kartoffeln wachsen. Mir hat es immer gut geschmeckt, deswegen habe ich es von ihr übernommen und die hat sogar die Zwiebelchen nicht einmal angedünstet, die hat alles zusammen und in den Backofen und es war immer super lecker. Wie ich dies jetzt schichte und mache, das zeige ich euch nur im Zeitraffer und die genauen Mengenangaben, die ich jetzt heute hier verwende, die findet ihr wie immer unterhalb vom Video, wenn ihr auf mehr ansehen klickt oder auf einen Pfeil vom Handy aus, dann könnt ihr die Zutatenliste sehen.
Wenn alles geschichtet ist, habe ich die Champignon ringsherum und hier habe ich jetzt die Flüssigkeit und auch noch 250 Milliliter Wasser habe ich hinzugefügt. Insgesamt habe ich jetzt Flüssigkeit 750 Milliliter plus die Zwiebelchen und Petersilie und Gewürzpaste und die eine Karotte gestiftet, Salz, Pfeffer und nun schütte ich das Ganze oben drüber und gebe den Deckel drauf und dann kommt es in den Backofen. Wie gesagt, am besten diese Menge, am besten 1,5 bis 2 Stunden. So, dass alles gut bedeckt ist. Ich nehme auch noch ein bisschen Wasser oder Milch. Ich nehme jetzt Wasser, es ist genug an Vitaminen hier drinnen und an Zutaten. So. Und nun arbeite ich dies noch kurz so ein in die daneben und gebe den Deckel drauf. Bei mir war es jetzt gute 2 Stunden im Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze. Ich habe auch noch nicht reingeschaut und ich denke, dass es aber fertig sein müsste vom Geruch her. Und so sieht es aus. Ich schaue jetzt, ob man es noch ein bisschen binden müsste. Ich denke, ja, leicht binden kann ich es. Und das mache ich auf jeden Fall. Ich soll sehen, wo der Käse ist. Ja, super. Ich verrühre es. Und heute nehme ich jetzt nicht die Buttermehlkugeln, sondern etwas von meinem gemahlenen Reis gebe ich seitlich, damit es noch leicht bindet. Schiebe es noch, bis ich die Beilagen gemacht habe, in den Ofen. Und dann kann schon serviert werden. Und wie wir es jetzt heute essen, auf dem Teller, das zeige ich euch dann auch auf einem Foto im Anhang. Hier habe ich jetzt immer so gemahlenen Milchreis. Das mache ich mit meiner Mühle, die ich habe. Da kann ich ja egal welche Körner mahlen. Oder man macht das in einem Thermomix, wer einen besitzt. Und jetzt streue ich so etwa 2 Esslöffel mit hinein. Dann quillt das noch in dieser heißen Brühe mit. Und ich gebe den Bräter jetzt noch in den Backofen weitere 10 Minuten und dann kann serviert werden. Ich schaue mir jetzt auch das Fleisch an. Ja, da sieht man jetzt den Käse so dazwischen. Sieht gut aus. Prima. Vielleicht tue ich noch ein wenig, dann habe ich ganz viel Soße. Dazu würde jetzt auch Reis passen. Oder auch nur Bandnudeln oder Spätzle oder auch nur Kartoffelspalten oder eine Gemüsepfanne. Jeder so, wie er es möchte. Also 2 Stunden reichen auf jeden Fall. Dies, was man jetzt hier so weiß, sieht, das ist nur der Käse. Schmeckt aber bestimmt mega lecker. Die Soße, die habe ich jetzt schon probiert zwischendurch. Und jetzt nehme ich mir noch so ein Pilzchen und probiere auch das. Ich habe probiert, es schmeckt wunderbar, ich muss nichts mehr nachwürzen. Jetzt, wie gesagt, geht es noch mal hinein, leicht einnicken lassen und dann kann es mit Beilagen und mit einem leckeren Salat serviert werden. Ich wollte dies nur weitergeben, wenn jemand schnell so Zwiebelschnitzel machen will, dann kann er auch diese Methode anwenden. Man kann auch etwas weniger Flüssigkeit geben, dann hat man aber auch weniger
Soße. Macht mal dieses Rezept nach. Mir ging es ja nicht wegen den Beilagen, sondern wie ich das Fleisch in den Bräter hineingebe und wie ich es würze und was ich da rein tue. Macht es nach. Und demjenigen, der dies nachmacht, wünsche ich gutes Gelingen dabei. Ich danke euch auch heute fürs Zuschauen und hänge auf jeden Fall noch mit dem fertigen Produkt auf dem Teller ein paar Fotos mit dazu. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.